Hallo und herzlich willkommen zu Folge 332. Wir standen ja hier vor Sorabs Haus. Ne, ist der so? Ja, ne? Genau. Hier besprechen wir auch direkt. Denn, ach ja, Moment halt, nee, Quatsch. Wir haben gar keinen Teleporter hierher, gell? Ich wollte nämlich eigentlich nochmal zu Sadik und Hulam. Aber das machen wir dann. Also ich will jetzt erstmal mit dem ins Haus. Kann ich jetzt endlich ins Haus? Ja, kannst du. Aber Finger weg, verstanden? Jetzt mach schon. So. Ganz nett. Wacholder von Sorab, aha. Jetzt steht der aber halt in seinem Haus. Und wir müssen runter in den Keller. Und die Waren mitnehmen, oder was? Waren aus Ishtar. Aha. Hey, da ist eine Kiste. Wo ist denn da eine Kiste? Ich glaube, das ist fehlerhaft. Aber kein Weltuntergang. So. Ja, anscheinend haben wir ja alles. Da war nur ein Wasserfass und so ein bisschen Zeug. Nun gut. So, das war's. Und jetzt raus mit dir, bevor ich dich noch einschließe. Das kannst du gerne machen. Ich glaube, ich gebe mir die Sachen und nehme mir meine Teleportrune und verpiss mich. Okay, also wir haben jetzt... Ich konnte es gar nicht abwarten, mich wieder aus dem Haus zu werfen, denn immerhin habe ich jetzt die Kisten und kann sie zu ihren Empfängern bringen. Wer waren denn die Empfänger? Die Farben finden sich ja, erschließen soll ich die vier Kisten. Vier? Schwarzmagier Belazar, Iskra, Ortega und Malik. Ich hab nicht vier Kisten, Moment. Die da hinten noch, oder was? Ich glaub, die kann man auch nehmen. Jetzt muss ich auch mal düsen. Komisch, ich kann die gar nicht mitnehmen. Moment, ich guck mal kurz nach. Ja, aber auch nochmal sicher. Ne? Schneller! Na los! Ne, das ist es nicht. Eine verschlossene Kiste mit Erz. Drei Warenkisten. Sind das die aus Ishtar oder sind das wieder andere? Ich glaube, das müssten die aus Ishtar sein. Ah ne, das sind die Waren aus Ishtar und wir haben vier. Okay, gut, dann war die Aufregung umsonst. Nochmal alles gut gelaufen. Und jetzt können wir die auch verteilen, die verkackten Kisten. Aber bevor wir das machen, tue ich mir erstmal die Gegend hier an. Ohne den richtigen Schlüssel. Verdammt. Also sprich, ich gucke, ob wir hier noch irgendwo Quests annehmen können. Ansonsten... Ja, da sollen wir noch nicht durch. Könnten wir aber. Oder das... Vielleicht wäre es auch nicht schlimm, aber ich will es noch nicht. Ich glaube dann erstmal die Vorräte hier. Am Lagerfeuer. Kann man das nicht aufheben? Hallo. Danach gehen wir wieder nach Uga. Reise nach Ashtod haben wir noch gar keinen Teleporter, glaube ich. Doch, einen für die in der Nähe. Kapir. Bist du der Kommandant hier? Ja, hier am Pass hast du dich an mich zu wenden. Mein Name ist Kapir. Was willst du? Ich bin fremd hier. Ich würde dir daher gerne einige Fragen stellen. So, na mal sehen. Was also willst du wissen? Was gibt es hier für Orte auf dieser Seite des Passes? Nun, du findest hier zunächst einmal drei Städte. Die erste Stadt ist die Festung Amarna. Sie ist hier ganz in der Nähe. Amarna ist für die Sicherheit hier am Pass zuständig.
Daher kommt auch ein Großteil meiner Leute aus dieser Feste. Dann gibt es unten im Tal die Stadt Ashdod. Dieser Ort war vor dem Krieg mit Mutana wegen seines Belial-Tempels sehr berühmt. Nachdem der Tempel aber von dem König von Mutana zerstört wurde, sank die Bedeutung der Stadt. Heute ist Ashdod lediglich ein Treffpunkt von Jägern und Artefaktsammlern. Des Weiteren gibt es hier die große Handelsstadt Uga, wo der große Tartaron residiert. Dort kann man fast alles an Waren bekommen, was es auch in Ishtar, Bakaresh oder Moradul gibt. Dort solltest du mal unbedingt gewesen sein. Uga liegt hier oben, auf der anderen Seite des Bergplateaus. Tja, und zu guter Letzt gibt es hier oben noch einen militärischen Posten, der den Handelsweg zum Tal von Ashdod kontrolliert. Das ist der Beliaturm, der von Malik kommandiert wird. Dort gibt es aber nicht viel zu sehen. Höchstens ein paar Nomaden, die dort im Gefängnis schmachten, tätig. Okay, hier kriegt man mal die Beschreibung. Ich gehe hier gerade mal hin. Wie komme ich zum Beliaturm? Der Beliaturm liegt auf dem halben Weg zur Stadt Uga. Mhm. Folge von hier aus dem Weg auf der rechten Seite. Irgendwann wirst du den Turm dann sehen. Unmittelbar in seiner Nähe führt ein Gebirgspfad hinab in das Tal von Ashdod. Ah, genau, okay. Pass aber auf, dass du nicht den Wüstengeistern zu nahe kommst. Mit denen ist nicht zu spaßig. Die fragen dich nicht lange, ob du ein Assassine oder ein Nomade bist. Gut, und der hat die Teleportrun, die wir jetzt gleich mal stibitzen. Und dann hat sich das Ganze hier doch noch gelohnt, ne? Kann man durch den Pass? Nein, kann man nicht. Oder hast du etwa den Schlüssel? Welchen Schlüssel? Na, eben den Schlüssel, um das Tor zum Pass zu öffnen. Ich sehe aber kein Schloss an diesem Tor. Wo bitteschön verwendet man diesen Schlüssel? Es ist eben ein ganz besonderer Schlüssel, der kein Schloss am Tor benötigt. Aber ich sehe schon, du hast keine Ahnung. Tja, sieht wohl so aus. Tartaron, der Herr von Uga, gibt mir ganz besonderen Boten diesen Schlüssel. Und wie kommt man sonst nach Ishtar und in das übrige Warant? Na, über das Meer, geh zur Küste, nimm ein Boot und segle los. Na toll, hätte ich mir auch denken können. Eben. Warum wurde der Pass eigentlich gesperrt? Warum willst du das wissen? Aus purer Neugier. Na schön. Tartaron will keine Fremden mehr haben, weil diese vielleicht für den Feind spionieren könnten. Wieso? Hat Tartaron etwa geheime Pläne? Anscheinend, aber genaueres weiß keiner. Sie müssen aber mit dem Erscheinen der Orks in Verbindung stehen. Was wollen die Orks in Varant? Sie suchen mächtige Artefakte des alten Volkes. Und wo findet man welche hier im Tal von Ashdod? Die alte Pyramide von Tatmor birgt noch manche Geheimnisse. Dort jedenfalls werden die Orks suchen. Wie ist die Lage? Wie soll die Lage schon sein? Unsicher, was sonst? Aber wenn du Neuigkeiten erfahren willst, dann spreche mit meinen Männern. Okay. Ansonsten ist hier... Oh, da liegt eine Assassine. Gut. Also wir haben die Teleport-Rune für den Pass schon mal. Wir haben die von Uga. Die für den Turm vor Ashdod. Und die für Amana. Na, immerhin das. Ansonsten hat hier irgendjemand noch einen Namen. Irgendwer. Die ganzen Zelle sind komplett leer. Name. Da liegt einer drin, der auch keinen Namen besitzt. Warum erfahre ich das jetzt? Ich kann das nicht glauben. Einen Moment, meine Nase läuft gerade. So, jetzt habt ihr mal kurz die schöne Aussicht genießen können vom Pass. Ja, das wollte ich sowieso nochmal ansprechen. Ich bin ja ziemlich, wie soll ich das sagen? Ich bin nicht resistent gegen Pollenattacken. Und das ist im Frühling ziemlich unschön. Und außerdem muss ich auch schauen, wie ich am besten aufnehme. Jetzt momentan geht's noch. Aber das kann auch schlimmer werden.
sodass ich dann überhaupt nicht mehr freie Nase bekomme. Und das ist natürlich fürs Aufnehmen ziemlich blöde. Und hier ist ein Panther. Aber hier ist gähnende Leere. Auf jeden Fall macht euch keine Bedenken, wenn ich mal verschnupft klinge. Dann kann ich es nicht ändern. Und hier soll es zum Billardturm gehen, oder was? Ich düse ja einfach mal lang, ne? Wir wissen ja ungefähr, was wir machen müssen. Waren verteilen und Co. Mir fällt gerade aber ein, wir können ja immer noch nicht nach Aschdod. Ach, guck mal, da unten ist die Dingen. Die Festung, jetzt schließt sich der Kreis so langsam. Und boah, was ist denn hier hinten noch? Ein kleines Labyrinth oder was? Also da unten waren wir ja, das wissen wir. Hier fällt der Weg hier runter. Also im Nachhinein betrachtet ist wirklich die Wüste da unten der kleinste Teil des bis jetzt begehbaren Varants. Was ist denn da drüben? Ist irgendeine Ruine. Was ist da? Nichts. Gut. Wenn wir von allein drauf kommen können. Okay, hier geht's nicht runter. Also wir werden den Fallschaden zwar überleben, aber wir müssen es ja jetzt nicht ausprobieren. Oder herausfordern. So, ist hier hinten noch irgendwas Interessantes? Ich könnte auch mal ein Ding nehmen. Oh Gott, jetzt kann ich erstmal wieder komplett hoch. Da! Ja, das will ich gar nicht schneller. Naja. Kann ich noch so draufhämmern auf die Tastatur, wie ich will. Hier sind noch irgendwelche komischen Vögel. Die hier locker überhaupt nicht heimisch sind, aber ist egal. Wo ist es denn? Ah, da. Da sind sie doch. Und Vollgas. Aber hier ist, glaube ich, gar nichts. Aber mir geht es ja hier um die Natur. Die will ich ja auch betrachten. Irgendwie überhaupt nicht, weil mich nicht interessiert. Ja, wobei ich finde eigentlich, das sieht schon ganz nett aus. Wie kommen wir eigentlich darüber? Naja, gut. Das soll ein anderes Mal unsere Sorge sein. Ich überlege gerade, also wie gesagt, wir gucken jetzt uns jetzt noch ein bisschen die Gegend an. In nächster Zeit hier. Dann versuche ich mal die Waren zu verteilen, so gut es geht. Weil ich bin mir noch gar nicht sicher, ob wir noch Aschdod reinkommen. Oh, ein Gegner! Sowas aber auch. Hier die Razor, die haben einen Spürsinn. Der ist fast einmalig. Ne, wobei die Beißer, die greifen einen auch aus. Also die Orkhunde oder wie sie früher sonst noch hießen, die haben auch eine sehr hohe Witterungsfähigkeit. Also die spüren einen auch, da sieht man die noch gar nicht. Da sind die noch gar nicht gespawnt. Da rennen die schon auf einen zu. Aber die sind halt natürlich nicht stark. Und die haben einen Wald. Das sieht echt krass aus. Ich realisiere jetzt erst, dass da ein Wald steht. Ich dachte, wir wären in der Wüste. Das ist echt eine Oase. Auch wenn der Wald nicht so Oasenwald-ähnlich aussieht, sondern eher so... Leopard. Ja, der Wald sieht eher so, ich weiß auch nicht. Das könnte ein europäischer Wald sein oder so. War kein Subsahara-Wald. Was ist denn das? Ist auch vollkommen wurscht. Ist das nur eine Wurzel? Ja, okay. Das war immer ein dichter Wald. Mit Leoparden drin. Die fallen aber natürlich auf. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, ob der noch irgendwie relevant sein wird, der Wald, oder ob man hier einfach nur einen Abstecher machen kann und ein bisschen rummetzeln. Blauflieder. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Kronstöckel, das wäre nicht schlecht. Wie der da. Oder ist das nur ein Heilkraut? Nein, das ist ein Kronstöckel. Perfekt. Ich liebe diesen Wald. Ich, oh Gott. Jawohl. Hat sich sowas gelohnt, hierher zu kommen. Bitte ist das noch einer. Drei Kronstöckel. Okay, das ist nur eine Weidenbeere.
Goblinbären, naja gut, von denen haben wir eh genug. Ich finde auch, der Wald lässt mich ganz und gar vergessen, dass wir uns im Waran befinden. Jetzt muss ich mal ein bisschen genauer suchen. Feuernessel, schade. Komm schon, lass uns doch nicht nur 3 sein, es können auch mehr sein, so 5, 10 oder 20. Ich düse jetzt hier noch ein bisschen rum und suche die. Da ist doch noch einer, komm. Ach, ist noch Snapperkraut, Mann. Heilkraut, auch Leute. Das ist nur eine Weidenbeere, ja. Naja, auf der anderen Seite 3 ist schon mal besser als gar keins, ne? Als gar keins Kraut. Aber ansonsten haben wir dann alles schon wieder leer geräumt, glaube ich. Schätze ich, denke ich mal. Ja, so ziemlich. Wenn ich das übersehen haben sollte, spammt mich kaputt. Wir düsen erstmal weiter. Und da kommt ein Laser entgegen. Hallo! Also, zieht doch eine Waffe runter. Was war mit dem wieder los? Wollte der seine Zähigkeit an dem Vieh testen oder was? Zieht eiskalt die Waffe nicht. Ist da oben der Belia-Turm? Ich sehe so einen Turm. Ach, bin ich froh, dass hier wieder Gegner sind. Und hier nicht komplett gähnende Leere auf uns wartet. Auch das mit dem Wald fand ich ganz nett, auch wenn der ein bisschen deplatziert zu sein schien. Ich habe nichts dagegen. So, den da hinten hatten wir auch noch nicht ausgeräumt, oder? Moment. Hatten wir den schon? Den hatten wir noch nicht. Deswegen müssen wir das auch gar nicht machen, ne? Aber ist ja vollkommen wurscht. Also, da unten sind die alten Pyramiden, wo wir auch mal vorbei geguckt haben. Da hätte man auch mal die Quest beenden können, fällt mir gerade so ein. Warum kriege ich gerade keinen? Hallo? Ich kann gerade. Ah, jetzt wieder. Da ist nichts zu holen. Gott, was war denn das für ein Bug? Hätte der angehalten, könnte ich nie wieder Sachen aufsammeln. Geschweige denn jemand ansprechen. Hier geht. Da ist ein Nomadenlager, glaube ich. Aber das ist nicht eins von denen, die wir kennen könnten. Da ist diese Dingen. Wüsten, was auch immer. Ruinenstadt. Apropos, bevor ich irgendwas Blödes mache, ich speichere mal wieder ab, gell? Sonst. Nicht das, was Doofes passiert. Und die Folge ist jetzt fast rum. Wenn dann in der nächsten Folge irgendwas Blödes passiert, nicht wieder nicht dran denk. Da war alles für die Katz. Ist da eine Höhle? Ach nee, aber das. Okay, hier ist dann der Wald und. Ach du Scheiße. Also die pure Größe von Waran, die macht mich immer noch fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt sind wir dort, wo ich von da oben aus gesagt habe, das sieht aus wie ein Labyrinth. Also ein Labyrinth ist es nicht. Nee, aber. Unübersichtlich. Yo. Man findet auf jeden Fall wieder raus. Vielleicht aber nicht da, wo man rauskommen wollen würde. Und da oben? Was ist da? Da ist wieder gar nichts, fertig mit euch. Und den Weg hätten wir uns sparen können, aber. Ja, Roland, auf, komm. Stell dich nicht so an. Das sieht ganz nett aus hier. Jetzt laufen wir immer im Kreis. Und jetzt sind wir wieder genau da, wo wir waren, oder wie? Das ist immer lustig. Vollkommen natürlich der Gang hier. Das ist die Kunst der Natur. Ist überhaupt nicht maßgefertigt für einen Menschen oder so, dass er genau hier entlang laufen kann. Was ist denn das? Also, das hat überhaupt gar keinen tieferen Sinn, oder was kann man darüber? Okay, naja. Nicht so ganz. Gut, laufen wir den zivilisierteren Weg. Und ich drehe um. Ist da was in der Ecke? Nee. Die Sonne blendet mich. So, gut. Also waren wir anfangs doch richtig hier.
Ja, so schnell kann es gehen. Ja, die Folge ist auch gleich wieder rum. War halt jetzt eher so eine Metzelfolge und Erkundungsfolge. Und so wird dann auch. Nee, das ist nur ein. Das ist nur eine. Nur eine zersägte Textur. In der nächsten Folge geht es dann auch erstmal so weiter. Aber ich werde natürlich noch die Waren aus Ishtar verteilen. Ich werde mich vor allem um die Sklaven mal kümmern müssen. Denn ansonsten kommen wir auch, glaube ich, gar nicht nach Ashdod, weil. Nee, Quatsch. Wir müssen eigentlich erstmal den Dingen aushelfen. Den, aus Uga. Und wenn wir dann mit Tadron sprechen, dann geht es erstmal da weiter. Da kommen wir nach Ashdod und so weiter und so fort. Da können wir auch die Quests bei dem, ich wollte gerade Blaumagier sagen, bei dem Wassermagier. Da können wir auch dann die dicken Quests mal annehmen, von wegen Ashdod befreien und dies und das und so weiter, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.